So. Und einmal Red Ammunition. Ja, bräuchte ich. Ach, er ist ja Friendly Fire. Lange nicht gezockt. Warum? Ah, hier ist auch so ein Raum mit so einem Wetter mit so einem Ding. Tome of Knowledge, nice. Safe. Triggert hier irgendwo. Also den Map-Abteil kenne ich auch gar nicht. Ja, wo? War schon oft in der Area am Adventure, aber das kenne ich nicht. Ist auch immer die Tür zu irgendwie. Und Wannabe Maze hier. So, hier war wahrscheinlich der Tome drin. Ja, Tome lag hier. Könnten ruhig auch machen, dass die Map gemeinsam erkundet wird. Ja, ist so. Hinter uns. Irgendwo ist ein Big Boy. Boah, hier ist irgendwas Unsichtbares, Alter, bei mir. Ach du Scheiße, wer ist er denn? Schild ab. Das ist der Miniboss. Ja. Der Mini-Version von dem Feuerboss. Mhm. Fahr nochmal dieses Curse, dieses lilane. Weniger Max-Health oder was? Oder ja. Muss ich mir mal so vorstellen. Plötzlich kommt aus so einem Portal. Das ist ein NPC. So eine Alien-Rasse auf deinem Planeten. Also auf deiner Welt. Ich kann ja was machen. Die schießen alles nieder, also, weißt du? Denkst du immer so, was geht jetzt ab? Und all deine ganzen Wächter und Guardians und so werden einfach davon niedergemetzelt. Der will noch eine Schach spielen. Sieht halt irgendwas? Hm. Ja. Jetzt haben wir vielleicht die Türen geöffnet. Genau, die Türen sind wahrscheinlich gechanged. Nee, ich muss das wahrscheinlich irgendwie machen. Warte mal. Einer Reihe. Linksfarb. Geradeaus. Den und dann in der mittlere Link. Dann geht der automatisch, okay? Ich guck mal, ob hier irgendwas passiert. Warte mal, wenn ich den dahin mache, geht der hier hin. Ja, der Schaman ist Game Changer. Der hielt einfach alles hoch, Alter. Ich kann nicht dahin. Oh. Wahrscheinlich nur die Figur wechseln. Ich glaube, wir haben ja auch alles so. Wir haben ja alles erkundet, das heißt, das muss hier irgendwas sein. Ich kann nur die hellen moven. Okay. Dann geht der dahin. Verflucht! Ach du Scheiße, okay. Ein anderer muss tryen. Ich hab einen Ring und ich bin fluchimmun. Ja, dann mach das mal. Ja, wie du aussiehst, Alter. Muss den suchen, warte. Kannst du nur die hellen moven und die müssen in irgendeiner Reihe. Und immer wenn du den hellen moves, moved ein dunkler irgendwo anders. Muft der sich auch, oder was? Genau, man spielt quasi gegen den. Aber du kannst den nicht dahin placen, wo ein lilaner ist. Eben mein Anti-Curse-Ring finden. Den habe ich auch von hier, ne? Der ist irgendwo in dieser Area. Den gekriegt. Ein bisschen versteckt. Der macht immun gegen Curse. Sieht denn da Dingen aus, was verflucht wegmacht? Oh. Da. Ja. Hexwort, silberner Ring. Ah, hier. Guck mal immer im Stream. Oh, what the... So. Also du kannst nur die hellen moven. Mach nicht wie ich gerade, wenn du den in der Mitte nach oben movest, move der von unten rechts in die Mitte. War das denn mein Ziel? Du musst die wahrscheinlich in die Reihe bringen, egal wie, die hellen. Du musst den linken, den ganz unteren nach links drehen. Du musst den anklicken und dann kannst du, ja. Jetzt geht wahrscheinlich der nach da. Exactly, und jetzt kannst du den unteren rechts... Ja, aber du kannst hier nicht dahin placen, wo Lilana ist. Ja, nee, du jetzt nimmst den rechten nach unten.
Ja. So, genau. Jetzt machst du den mittleren nach vorne. Und ihr merkt, ich habe keine Ahnung. Der hat nur eine Scheiße gesagt. Hä? Ja, okay, jetzt wieder von vorne. Okay, die müssen auf jeden Fall drei in einer Reihe sein, das wissen wir jetzt. Guck dir mal da. Ja, aber in welcher Reihe? Von dir zu dem? Ich glaube, das ist egal. Hab jetzt ehrlich gedacht, ich wüsste... Try mal den in der Mitte, Marv. Nee, ja... Fuck, das war ein Missklick. Ich wollte den, ja genau, den unteren in der Mitte. Ja, das war ein Missklick. Ja, geil. Mach nochmal so, ja. Ach so, alles klar. Wo sehe ich meine Quickslots? Nein, schon verkackt. Oh, da muss man so Hast so lange nicht verkackt, bis der nicht 3 in der Row hat. Aber er hätte gerade 3 in der Row machen können. Ja. Ja, mach mal den in der Mitte. Vielleicht kannst du jetzt den geh nach oben. Nein, der Row ist Nee, das macht doch. Nein, den oben rechten nach unten wieder. Weil dann playst du locker den unten links wieder nach oben. Nee. Ah, ist halt Huren so. Aber versuch mal jetzt. Ah, nee. Wenn er den in der Mitte nach links macht, geht der wieder in die Mitte. Wahrscheinlich. Safe geht jetzt in der Mitte. Ja. Ach, ihr macht das. What? Hey, lass es einfach. Man muss ein bisschen outside of the box denken. Okay, die 3 in der Mitte muss man so haben, ne? So seitlich oder was? Ja, man muss 3 in irgendeiner Reihe haben. Kurz Brille sauber gemacht. Ist egal, ich mach. Der geht in der Mitte und ich hab verkackt. Kann man quasi Frage, nicht. Frage ist, verfolgt mich immer der gleiche? Das ist unfair, das kannst du gar nicht gewinnen, die Runde jetzt. Ja, kann ich auch nicht mehr. Lol. Muss das anders machen? Mach ich das? Gib die Hoffnung. Startet immer gleich, ne? Mach mal den. Nee, random manchmal. Guck mal, ist wieder anders. Meinst du Farb? Ja, das ist halt. Mach mal unten links nach links. Ja, oder versucht das mal. Oder nach oben davor. Links in der Mitte. Da. Jetzt würde ich. Oh ne, warte mal. Doch, zieh den mal jetzt in der Mitte, oder? Den? Ja, und der. Den rechten glaube ich nicht, oder? Weil dann kann der sofort drauf adden. Ja, aber wenn der. Gleich den unteren nach in der Mitte? Aber nee, dann ja, vielleicht. Dann ist der rechte Hardstack, glaube ich. Da kann ich den rechten, oder? Der Wichser.
Schieb den in der Mitte nochmal zurück. Geht der dann auch zurück einfach? Irgendwas hat sich geöffnet. Hey, ja, irgendwas. Guck mal, im Raum hat sich da irgendwas getan. Na, hier nicht. Doch, die Tür hinter uns ist zu hier. Also wir kommen nicht raus, wir müssen das machen. Nee, gerade war die offen. Ich sag dir, die Türen werden dadurch geöffnet oder so. Ja, aber ja, vielleicht, also wenn wir die Mitte schaffen. Aber wir haben auf der Map fast alles, außer so ein kleines Stück. Das ist wieder nur so ein Raum wie die anderen, also. Nee, die Türen, die hier. Die Türen sind alle zu noch. Markus, mit wem gehe ich in der Mitte? Das sieht wunderbar aus, ob jetzt. Jo. That's too much thinking, Alter. Warte mal, wenn du den explodes. Warte, kannst du den unten links in die Mitte machen? Was würde dann passieren? Dann kann der nur den linken moven. Scheiße, der kleine Hurensohn. Die Tür hinter uns ist auf jeden Fall wieder auf. Ja, wir haben das Wort gehört. Jetzt machen wir. Mach mal den in der Mitte nach oben. Mach mal den unten nach. Mach mal nach links. Jetzt den linken nach oben. Ja, weil der muss ja bewegen und der kann den jetzt nur wegbewegen. Jetzt kannst du den in der Mitte machen. Ja. Boom. Bam! Schachmattet, Alter. Easy. So, und jetzt sind alle Türen offen? Hinter dem auf jeden Fall. Ja, die ist jetzt offen. Aber hier. Ein Bogen oder so? Royal Hunting Bow. Yeah. Oh, das ist eine Main Weapon? What the fuck? Okay. Can be charged. Ja, kannst du so. Nee, geh mal weg, geil. Hör nicht Hanso hier. Ist die Frage, sind die Türen alle offen? Die Tür hier ist trotzdem zu. Ja, aber hier ist ja auch nichts mehr. Von der anderen Seite. Doch, da ist es, vielleicht liegt da irgendwas drin, sonst sind die Türen nicht zu, oder? Wenn du auf die Map guckst. Ja, ja, aber da kann ja irgendwas drin liegen. Warte mal. Das ist wieder so ein Ding, was leuchtet schon, ne? Ja, warte mal, hier ist. Ich glaube, wir waren hier rechts noch nicht. Ja, ich guck mal, ob hier. Hier ist die Tür jetzt auf. Ich kann in den Raum rein. Ich guck mal, ob da drin ist. Nee, never mind. Zweite Tür ist zu. Eine Tür ist auf und zu. Aua. Boom. Nie dead. Noch 50 Schuss. Ja, ich auch. Hab noch 8. Ich hab Schild, ihr Bitches. Ich mach jetzt hier rein. Marvin, da richtig ab, Alter. So, lol. Nice reloading. Da liegt nochmal rot. Fuck you, sagt er. Big Dick Swinging. Luminat-Kustel. So, hier war jetzt offen, oder was?
muss doch irgendwas sein. Eine Rätselkacke. Ja, das ist hier, ja, aber gibt's höchstens mal ein Item, also hier ist auf jeden Fall kein Progress. Würde ich sagen. Aber die leuchtet. Ja, aber guck mal, wenn du auf die Map guckst, siehst du doch. Ja, ja, aber da kann irgendwas ein Portal drin sein oder so ein Shit. Das hatten wir letztens auch. Aber ich höre. Guck mal, Farb, wir hatten da schon mal ein Rätsel mit den Dingern, die leuchten. Ja, aber du kannst die nicht abballern, oder? Ja. Kann, also man wieder, kann man wieder zu dem Schachman? Weil damit gingen die Türen ja immer auf und zu. Ja, ich guck mal. Ja, konnte man. War der nochmal? Ich glaube pretty forward hier bei mir. Ja, kannst du nochmal spielen. Bleib mal draußen und guck, was passiert, wenn ich hier so rummove. Vielleicht happened irgendwas. Also, irgendwas hat sich geöffnet. Ne, die Tür hinter mir geht zu, wenn ich hier spiele, glaube ich. Nee. Warte mal, hier, ich glaube, hier ist was. Bewegt man nix, bewegt man nix. Hier ist jetzt was offen, aber hier ist nix. Ich guck mal hier an der anderen Seite. Hier, ja, hier ist zu. Auf. Hier ist zu. Ach ne, hier ist eine Chest hier, warte schon. Also, ich stehe vor einer geschlossenen Tür, du kannst ruhig gleich mal rumbewegen, wenn du willst. Ich move. Bei mir hat sich nichts getan. Hier hat sich was geöffnet. Ich hab hier was offen. Ja, hier ist das Item. Oh, that's nice. Oh, was hat der Ring? Game Master's Pride, okay. Use all healing, split all damage. What the fuck? Spits all damage and remaining healing evenly among all allies. Also, so, das ist, ja. Shared health pool oder was? Ja, siehe! Wie so ein WoW-Boss, Alter. Wenn man so. Ja. Bei manchen. Eigentlich funny. Eigentlich actually strong. Ey, müsst ihr was machen, weil sonst häng ich hier fest. Achso, oh fuck, warte. Okay, danke. Das war's schon? Ja, bin raus. Alles klar. Ja, ich bin eingeschlossen. Okay, warte. Auf jeden Fall hier raus. Ich glaube, wir haben alles. Rufen wir noch ein. Ist offen bei dir? Ja, alles noch zu. Jetzt, ne. Immer noch alles zu. Okay, warte. Das geht ab mit. Oh, wo hab ich das denn abgedreht? Ah, jetzt geht was auf. Wie hab ich das denn abgedreht? Jetzt offen. Die andere aber zu, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Ja, wir müssen wieder zurück, oder? Ja. Bist du raus, Marv? Beim Kev jetzt, ja. Okay, komm. Ich glaub, hier geht's weiter. Ja, aber hier ist zu. Kommt ihr da nicht raus? Nee. Oder konntest du da bei dir da weiter, Marv? Ja, andere Seite habe ich geguckt. Warte. Ich glaube, wir müssen hierher. Hier ist was offen. So, jo. Ich komm, ne? Aus, glaube ich. Ah, hier bin ich jetzt auch. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier wieder aus dem Gebiet raus. Das ist locked. Hier ist auch locked. Oh. Ich
Stell dir vor, du bist alleine hier und kannst immer hin und her laufen. Puh. Ist das ein Nutten? Jetzt auf, auf, auf. Jo. Ja, ich bin aber eingeschlossen. Müssen alle beim Portal stehen, oder? Ja. Scheiße. Alles wieder vergessen. Ey, jetzt kann ich das Spiel hier wieder komplett machen, oder was? Oh, hier ist ein Gegner, what the hell? Nice Shield. Nice Wallhack, by the way. Feier ich die Kombo. Hunter und Medic Saint. Oh, Purple Item! Die Armor! Wow, nice. Fey Royal Bodyplate. Sauber, die ist so OG, Junge. Boah, der hat krass wenig Weight für das, was die macht. Die hat heftigste Style in the Universe. Der Ultra Edge. Sauber, die Schuhe kann ich noch anziehen. Ich will erstmal gucken. Sieht schon. Kommt ihr doch wieder raus? Warte, lass mir kurz die Arme angucken, hey. Jetzt 124. Damit bist du auf jeden Fall heavy AF, Alter. Ja, ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt die Rüstung genommen und die besseren Schuhe. Ich bin ja auch gerade ein bisschen am gucken, was ich das am besten mache. Oh. Hallo! Jo, hi Roska. Hi Roska. Aber ich bin immer noch bei Medium. Ich habe jetzt gangsterige Schuhe. Und die Rüstung an die neue. Okay, komme ich hier raus? Kommen wir hier raus? Ne, wir kommen hier nicht raus, Farben. Hm? Warte. Nervig, scheiße. Bewegst du halt immer drum schon? Ja, jetzt. Hat sich noch nichts getan. Jetzt hat sich was getan. Geh du mal da, Hammer. Ich geh mal hierher. Wird. Wenn das wo da ist. Kann ist der Farb eingesperrt? Weil ansonsten können wir, glaube ich, raus. Ich bin nicht eingesperrt. Ich glaube, wir könnten hier raus. Ich guck mal eben. Ne, jetzt dazu, oder? Geradeaus? Kommst du nicht? Ne, hier ist zu. Boah. Scheiße. Aber vielleicht können wir auf der anderen Seite durch, weißt du? Auf geh du mal genau daher und ich gehe hierher. Oh, hier ist zu, okay. Ne, hier ist alles zu, Alter. Hilfe. Jetzt werde ich erstmal wieder cursed, weil ich bin stuck. Gibt's nicht ein Item, wo man sich zurückporten kann? Ja, gibt's. Soll man das nicht einfach nehmen? Haben wir das überhaupt? Fuck, Alter. Ich hab das auf jeden Fall. Ich hab das letztens im Inventar gesehen. Scheiße. Das ist so ein Totenkopf. Ich hab hier so einen Totenkopf. Liquid Escape. Ja. When consumed, the hue will return to the last activated checkpoint. Ja, machen, oder? Use.
Mach mal einer, vielleicht werden wir alle. Okay, yeah, you fucking die. Liquid Escape, ja, okay. Ja, mach ich das auch, scheiß drauf. Scheiße, ja, ja. Ich meine, was soll passieren? Wir haben ja trotzdem die Items und alles so, you know? Ja. Hätte ich mal kurz Armor Setup mit Maxen? Ja, ich hab grad schon ein bisschen gemaxed, aber ich guck auch nochmal, jo. Aber ich mag das eigentlich so, wie ich das jetzt hab. Nice. Ich find auch cool, dass die anderen, die dann mitspielen, auch die ganzen Items bekommen, so, weißt du, wenn du aus einem anderen Playthrough kommst oder so. Ja. Ist cool gemacht. Ja, feier ich auch. Ich warte noch auf einen guten Trade, ich habe nämlich noch viel übrig. Nice. Manche sind sehr verschachtelt. Gekriegt. So, hat ihn zurück das Gucken. Ja, das ist schon gut, das Setup. Ja, voll Dings, voll das neue Set und die Alien-Handschuhe. Space Worker Gloves. Dann bist du aber Medium, ne? Ja, ja, ist Medium. Bin light gerade. Okay, können ja raus einfach, oder? Ja. Ja. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ja, ja. Ich glaube, in diese Bloodborne City. Kann sein. Aber ich glaube, das hier war die Alternative zu dem, was ich bei mir hatte da. Ja, das kann sein. Ja. So, haben wir denn hier? Hier ist auch der Glockenturm und so. Aber ganz oben rechts noch nicht. Ganz oben rechts ist noch unerforscht. Ganz oben rechts? Ja, da ist so eine Tür noch, die unerforscht ist. Woran seht ihr das? Ja, so ein weißes Dreieck drüber ist. Hey, bei mir ist das gelb. Ach, dann ist das wieder der Bug. Ich weiß halt nicht mehr, von wo wir kamen, ne? Das ist mies, wenn man so lange nicht gezockt hat. Welches wollen wir gehen? Genau. Ich meine, ich konnte gerade... The Great Hall, die große Halle. Was ist hier? Gilded Chambers. Also eins muss ja... Eins muss der... Ach, da, guck mal, ganz am Anfang geht's auch noch weiter an dem Stein. Da können wir actually hinreisen. Ja, das ist so ein bisschen rot. Ich weiß nicht, ob da noch groß was ist. Ja, doch, wenn du ganz genau guckst, geht's da noch weiter. Da geht so ein kleiner Weg runter und da geht's auf jeden Fall noch weiter. Der wird geschreddet. Jo. Kommt noch irgendwo ein Motherfucker. Alter. Wie aushalten, wenn man mit drei Leuten spielt? Ja. Da müssen wir dann lang. Mehr so rechts. Stein wollen, mehr so rechts. Hello. Können,
Jo. 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 Können ja von dem einen Stein zum Anfang porten. Ach, wir gehen jetzt einfach dahin. Ach so. Oder wir laufen da komplett hin. Mir geht egal. Das so? Ist da jeder Stein im Port? Das sind beides fette Steine, so wie das auf der Map aussieht. Ach, Digga, ein Stück laufen wir da, die 5 Sekunden. Okay. Kriegt man nochmal Full Money. Nicht, wenn man Checkpoint westet, ne? Doch. Doch. Ja, komm. Und den Touched einmal. Einmal dran hier. Warte, ich bin noch. Da noch eine Kiste blutet für uns. Okay, dann hier lang walken. Ey, deine Tentakeln tanken meine Hit manchmal. Was sind eure Tentakel? Ich dachte, das ist vom fucking Gegner die ganze Zeit gewesen, lol. Aha, der Kerl schießt da drauf, lol. Ja, hab ich vorhin, auf jeden Fall. Scheiß Schwein, Alter. Dog. Mal wieder eingerufen, ja. Ja, ich musste auch reinkommen erstmal wieder. Ich hatte ja noch den letzten Akt vor mir, den habe ich erstmal gefinisht vor gestern. Ja, der Endboss ist eine gute Nummer, ne? Ja, ist eine Missgeburt, Alter. Ja. Ich habe gut getrained. Zweite Phase. Da habe ich auch einmal geragequittet. Ja, ich nicht nur einmal. Also, das war echt heftig. Also, die zweite Phase ist sowas von Kamikaze, Alter. Ich habe so lange gefightet und habe gedacht, endlich ist der tot und dann kommt noch eine zweite Phase. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, ey. Kann nicht mehr. Ja, die erste Phase habe ich irgendwann blind gespielt, aber boah, zweite Phase, also du musst echt ausschließlich über Soundcues arbeiten bei dem Boss. Ja, genau, haben wir auch wieder gemerkt. Diese Scheißhunde, ne? Ich wollte den Heal gar nicht machen, lol. Aber was hat mich denn getroffen, Alter? Irgendwas hat mich gekillt. Hä? Marv. Ne. Ich fand nicht mal in Range bei dir. Ah, hier ist ein Portal. Das ist weiß, yo. Progress? Actually Progress? Hat das auch so ein Main-Story-Ding? Ne. Ich hab keine Ahnung. Nee, das sieht anders aus. Das Gefühl, man stößt irgendwie immer durch Zufall darauf. Nicht hitten, oder? Ja, hitten. Ja doch. Freischalten. Einmal alles Skillmods auf Max, alles Zeug. Ich scan zuerst. Ah ja, die Witch. Noch eine Witch. Ich brauch noch einen von diesen Blood Moon Dingern, ey. Meinst du, das spawnt, ey? Boah, das ach! Nervig zu kriegen.
Ich weiß, wo wir sind. Willst du Summoner freischalten, halt? Ja, einer fehlt mir noch. Ein so ein Ding. Ultra RNG, immer wann diese scheiß Blattmunkacke kommt. Ich hasse das. It's clock time! Nice, 12 Minutes. So. Was für Clock Time? Da muss eine Uhrzeit einstellen. Oh my god. Ich bin ein Puzzle-Lappen. Ich hab mir, was hab ich ja immer noch abfuckt, ist, dass wir uns der Typ uns gescheatet hat, ne? Look for the tower, girl. Got it. Dass wir die Max-Dinger gekriegt haben? Ja, boah, das war nicht normal, die Uhrzeit. Alter. Ich glaube, wir haben auch super viel von diesen Mats gekriegt. Ein riesen Stack. Nee, das Tasche. Nicht. Das nicht. Das können wir jetzt einsetzen, da in einem Tower. Woher wusstest du, dass das die Uhrzeit ist? Weil ich das bei mir hatte. Ja, aber wie findet man dann, also... Ja, wo ist der überall hin? Notizen und in einem Tower liegt auch so eine scheiß Notiz. Ach du Scheiße. Als ob ich das auch weiß. Ja, wusste ich auch nicht. Hat der erstmal... Das war ja das Coole. Ist aber hier steht, dass du zurück im Tower gehen sollst für die Uhrzeit. Ja, jeder musst du da selber herausfinden, halt. Das war echt cool, als das neu rauskam, so, ne? Weil die auch die ganzen Klassen und so versteckt hatten, ne? Jo. Ja. Und extra mal. Eine, die du nur mit Data meinen, Chris. Es gibt hier, wie heißt das? Richtig krass, das wurde vor kurzem erst rausgefunden, gar nicht so lange her. Es gibt irgendeinen Boss, den musst du mit einem ganz bestimmten Dagger in der Hand, musst du den finishen. Ja, da kriegst du den Helm. Das ist der Dingens Marv. Da kriegst du eine Feuerkrone. Ja, das ist der eine da. Fireboss? Der Fireboss, ja. Ja, der da Knight. Wurde vor kurzem erst, wurde das entdeckt. Ja, weißt du wahrscheinlich mit welchem Dagger, Marv? Ja, den musst du halt equipped haben, ne? Ja, das ist ein Dagger da. Ab zum Tower. Oder das ist nicht mandatory, ne? Was da im Tower hat. Ich hab ja auf Hardcore schon mal hier eingemacht. Ja. Ich hab's bis zu diesem Boss geschafft, der nicht auf ist. Den hab ich noch nie gemacht gehabt und dann hat der mich aufgegessen. Ja. Kann man nicht echt durchlaufen bei den Lappen? Auch jetzt durch. Kann man, aber da haben wir gleich einen huge Chonker. Oh. Ich hab mir da mal so einen Guide so angeguckt zu dem Hardcore. Du musst da rumcheesen auch, ne? Mit dem Gear-Level und so. Ja. So lange wie möglich halten und so. Ich weiß. Und am besten spielst du halt so zweit, ne? Geht das alleine ist. Da musst du echt jeden Boss in- und auswendig kennen. Ein Fehler und du bist am Arsch. Boah. Einmal an der falschen Stelle irgendwo runterspringen, wo du in deinen Tod Dodge rollen kannst und bist am Arsch. Ich krieg hier Midi-Chokers von mir. Oh, das Gute ist... Ja, wir haben doch den Dingens freigeschaltet, genau, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Oder auch nicht? Na doch. Hä, wieso wird das aktiviert? Jungs, ja, dort Mitspieler. Der war so... Ich hab nichts gedrückt. Ja, ich hol das Item eben einfach nur. Ich auch nicht, aber wenn du hier reingehst, geht das zu, glaube ich. Broken Timepiece Material. Das ist eine Waffenmod.
Du kannst die aber noch nicht gecraftet, keine Ahnung. Ach so. So was downgraden, ob. Downgraden ist auch neu, ja. Ja, ja, du kriegst die Hälfte der Mats wieder, du kriegst aber nur das Simulacrum nicht back. Also du kriegst alle Mats, glaube ich, die Hälfte an Scrap und für Max-Level-Upgrade das Simulacrum kriegst du nicht wieder. Ah, okay. Das aber steht aber auch immer, wenn du da drüber hoverst, wie viel du zurückkriegst beim... Aber der destroyed Item dann komplett auf Level 1, oder was? Ja. Ja. Ah, okay. Also kann ich einen ableveln, man muss dann alle direkt ableveln, ne? So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir hin müssen. What the fuck? Wo kommt der denn her, Alter? Kleiner One. Aber man kann sich an den Kleinen nicht porten, ne? War das nicht so? Oder man konnte sich... An dem hier kann man sich porten, das ist ein Huge. Ja, also ich habe die Quest auf der Map, dieser Lichtball da in dieser einen Shadow-Welt, dass wir starke Kreaturen töten sollen. Index-Segmente sammeln. Und dann werden wir noch gejagt von diesem Nightweaver, whoever that is. Der Nightweaver ist krass. Der erste Mal, wo ich den gemacht habe, da war der gute Tee. Wir müssen... Also der ist am Pferd? Nee, das ist der, der durch die Wand kommt. In diesem Irrenhaus. Ach, er. Ja. Das Irrenhaus fand ich geil, aber wir haben da noch nicht alles gemacht. Ah, jetzt du müsstest eigentlich sehen, wo wir uns hinporten müssen. Ja, da ist so ein Lowsome. Das ist hier. Ja. Gilded Chambers. Alles klar, wir machen das einfach mal. Dann so schön. Sind jetzt alle drei in einem Game, oder? Jo. Ja. Aber letztes Mal habe ich vor Wochen gezockt. Monaten. Monaten wahrscheinlich eher, ja. Der erste Tag wieder bei mir. Ja. Schon mal eingerufen für morgen. Ja. Aber ist das dann eine extra Welt oder was? Ist eine extra Welt, du kannst die direkt starten. Egal, wird für. Also wenn du. Doch, Farbe. Kannst du die direkt starten und wenn du die einmal gemacht hast, kann die random appearen überall. Also die ist dann fest ins Game mit integriert, der Extra. Ja. Farb, das ist der Boss, der Feuerboss. Mhm. Ich weiß. Ja, den haben wir jetzt. Just. Aber der ist doch kein Progressor, ne? Anscheinend ja, schon. Ja, der gibt nice and shit. Ich muss mich ein bisschen umbauen. Ich muss doch gucken, glaube ich, hier war, glaube ich, der... Ja, hier kommen wir hoch. Ah, deshalb hatte ich auch meinen Widerstandsring drin, genau, damit ich nicht so schnell cursed werde. Ja, ich hab einen Ring, der macht mich immun gegen Curse. The fuck? Wie sieht der scheiß Fräsi-Ring aus? Boah. Oh, der ist so blau, so ein dünner blauer. Booster-Ring, ja. Was ich gerade überlege ist... Ey, oder wir machen Game Masters Pride-Ring an. Ist klar. Sind wir so World-Boss-Style. Ey, wenn man Max Trade Points ist, ne, braucht man keinen Bonus-XP mehr, ne? Richtig? Ist richtig, ja. Na, no. Ich den scheiß Ring gar nicht mehr tragen. Ich hab nur einen mit All Resis, meinst du den, Kev? Ja, den hab ich drin. Oh, der Fahrstuhl schon getriggert, ich schicke euch den wieder runter. Ja, ich bin alleine. Ich schicke euch den wieder runter und dann geh ich eben pissen. Hat. Ja. Da bin ich auch mal kurz auf Klo gleich. Es gibt so viele Ränge in dem Spiel, das ist ja unglaublich, ne? Das ist krass, ne? Nimm ich denn? Ist der noch gut? Also Second Life Ring ist immer nice. Und dann nehme ich in der Regel immer mindestens einen Damage Ring. Einen Ring, der mir meine Cooldown schneller gibt. Und der andere, je nach Situation. Ich habe nur Damage. Ich habe Branded Thorns. Good Chance. Dann Flat Damage, hier Stone of Balance.
Ja. Killing Blows, Increased Range Damage, Dex. Und den XP-Ring. Aber den wechsle ich jetzt durch irgendwas anderes aus. Was sind so viele Ringe? Welchen ich ziemlich geil finde, ich weiß nicht, ob du den hast. Der ist so dick bläulich. Der gibt dir bei einem Crit 3% Cooldown Reduction auf deine Skills. Ich finde den ziemlich huge. Der gibt dir ultra viel Cooldown Reduction overall, wenn du ein High Crit Build hast. Hab ich, glaube ich, nicht. Sapphire Dreamstone. Fire Dreamstone? Sapphire Dreamstone. Nee. Den habe ich nicht. Nee. Ja. Den habe ich nicht. Was spielt ihr so für Klassenkombos? Meistens, also mein personal go-to ist Hunter first, Medic second. Ja. Habe ich gerade auch so, aber ich will eigentlich ganz länger haben. Mit dem Puls, mit dem Wallhack und mit dem Schild. Ich hatte ganz länger Hunter angefangen, der ist ja irgendwo stuck. Den kann ich ja nicht mehr weiterspielen, der ist ja in so einem Bossraum stuck. Dann habe ich nochmal neu angefangen und jetzt habe ich Medic 10, Alchemist 10, Hunter 10, Explorer 10 und Händler 10. Und level gerade den Challenger. Ja. Für den. Aber ich hätte gern den Summoner. Ich würde gern mal so ein Mod Power Build bauen. Ich will das mal ausprobieren. Nur so crazy Mod Powers. Aber dafür brauche ich einen Blood Moon Essence. Ja, ja. So, wieder da. WB. Ja, WB. Seid ihr schon oben? Ja. Ich bin oben. Was? Lol, die haben mit dem Razer die Software für das Headset geändert. Hui. Funktionen. Ja. Logitech reicht so. Beste. Ja, ich finde Razer auch nicht so schlecht. Also, tatsächlich bevorzuge ich Razer. Ja, bis auf die Headsets, damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen immer gemacht. Ja, die früheren waren noch alles scheiße, das muss meins ich auch zugeben. Und ich das von Black, euch hab. Hier dieses Black Shark, es war das erste, wo ich mal sagen würde, ja, die haben sich komplett geändert. Die Quali ist top. Ich meine, gemütlich war das. Ich hatte das Quaken. Aber ja, das Kraken war scheiße. Marsch. Das war scheiße, fand ich. Ich hatte das auch und das war einfach Mist. Jetzt habe ich das Black Shark und ich muss einfach sagen, das ist so ein krasser Unterschied. Das ist comfy, das hört sich gut an, es geht nicht im Arsch. I need some long gun ammo. So, wenn ihr ready seid, ne? Let's get to the World Stone. Ready. Follow me. Okay, komm, gut, komm. Let's go. Auf Runter drücken. Kev, hast du eine Flask, die du usen kannst? Flask? Ja, so ein Stundenbuff. No. Ja. Krieg die her. Kaufen. Hey, bist du doch noch lange nicht bei dem? Ich hab voll Gear geswitcht schon, Alter. Ja, der ist jetzt gleich hier. Wir müssen da hinlaufen, aber der ist hier am Ende, wir sehen das schon. Ja, an der Map. Wahrscheinlich ist er manchmal nicht mandatory, aber der liegt wahrscheinlich bei uns im Weg, weißt du? Bam! Ja, sicher, da macht er doch voll in den. Pff.
Slicer da, Alter. Crimson King Coin. Oh, okay. Haben wir das nicht schon gehabt? Wahrscheinlich kriegt man den nochmal, wenn man hier ist. Ach ja, man kann ihm doch so Münzen geben, ne? Aber dann sagt er doch irgendwie... Sauber, Blattmoon, Alter, endlich. Wenn er da hier dorn will. Ja genau, man konnte den fighten oder die Münze geben. Ja, ich helfe ihm. Ja, aber der hat dich trotzdem angegriffen. Aber sonst, ja. Ey. Bam, 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 okay. Oh, hehe, ging schnell. Upsi. We got company. Was ist mit der Shotgun Farb? Das ist so ein Mod. Die ist geil. Om, Doctor of Ten. Mach Doktor. Was ist denn die Farbe? Habt ihr doch auch, der Healer hier. Ach so, schon lange, Diggi. Ja, ich hatte erst Hunter genommen. Ach, Petclass als Second. Aber die habe ich nicht so gefeiert. Genau, ist hierher. Warte, not. Pingen wir ab. Fortsteigen. Wer denn her? Nice Shield. Running low. Big Boy kommt hier oben. Der ist geportet irgendwie. Ja, hier. Ja, die ganze Zeit blockt, der Wichser. Ich hab hier unten den ganzen Erz gekillt. Nochmal eine King Coin. Coin. Einmal Red Ammo nehme ich. Ich sit mal hier eben einen ab. Remnant. Ohne Scheiß müsste der McConnell mit dem Asmongold zocken. Das wäre Epic Content, ohne Spaß. Was? Was müssen die zocken? McConnell und Asmongold, ja. Remnant 2 müssen die zocken. Bei mir ist auch den ersten Teil, das wäre absolut geiler Content. Die Leute wollen McConnell sehen. Wow. Oh, ich wollte einen Skill benutzen, was für Heilung, Alter. Du hast eine Gap lässt in der Mitte. Archer, watch yourself. War hier nochmal, da war so was Liedendes. Das hatten wir schon mal gemacht, glaube ich. Da kannst du eine Sache, haben wir da drüber gehangen? Ribbon Amulett. Hast du auch gekriegt? Increases ja. Mod Damage by 25%. Activating a mod grants haste. What the fuck? Ultimate Mod Amulett. Jo. Was? Kill the Interloper.
Oh, fuck, der Moveset. Bam, away. Ich liebe den Stomper. Über uns. Fuck, Reload Action. Kennt ihr den Dude auf YouTube da, von New World, der PvP-Spieler, der immer ansagt, weil er drückt? Ja, Aeroli. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Ja, ihr macht doch auch immer Huge Jedi, ich mach Huge Jedi, ich mach den Pommes-Speaker. Der ist bester Mann, Junge. Was ist denn da los bei ihm, Alter? Der ADS Plus, Junge. Geil. Aber Content, wer denn? Boah, Jungs, ich weiß nicht, ob ich ready bin, Alter, holy shit. Beim letzten Mal habe ich gut hinbekommen mit dem Ausweichen. Wartet. Nice, ich habe Ausweichdistance mittlerweile ganz früh geskillt, das kann ja was werden. Vielleicht ziehe ich Heavy, Medium dafür an, lieber? Ja, geh auf Medium. Ja, normal, Medium Guard. Bis wohin geht Medium? 50. Ja, außer du hast was geskillt, bei mir ist halt 58 oder mehr. Boah, jetzt bin ich ultra min-maxed. Ich konnte noch weiter im Medium bleiben. Bin nochmal gemaxed. Jetzt habe ich diese Robe quasi. Das feiere ich. Den Bein. Ein bisschen. Not fitted, aber egal. Warte kurz. Warte. Hat einer von euch schon einen Killer gesehen? So ein bisschen. Ein bisschen? Bisschen, ja. Ich nicht, aber der ist also auf jeden Fall krasser Schauspieler. Wollte ich auch noch gucken, habe ich auf meine Liste geaddet. Ja. Ich fand den sehr gut. Ja, das habe ich schon geguckt, war nice. Schlimm ist, mit dem Typen sympathisierst du und dann auf einmal macht er da so Sachen und dann irgendwie nicht mehr. Das ist immer so ein Hin und Her. Ja. So, ich bin mentally und gear-wise ready. Safe, same. Mentally nein, aber gear-technisch. Okay. Fuck, Ammo wird auf jeden Fall ein Problem. Außer mal für den. Hier liegt schon Ammo rum. So, das kennen wir ja. Geben wir dem die Münzen? Wir haben jetzt mehrere. Wir hauen den, Junge. Nee, wir geben ihm keinen Vollmünzen. Okay. So geprappt, Junge, der kriegt da Fresse. Ja. Da ich mich auf. Puls zuerst. Autsch. Wie krass regt sich meine... Grey Health. Aua, verpiss dich. Late, sie kommt wieder zurück, Vorsicht. Ja, ja. Ich kill die Ads gerade. Wir haben einen Enemy in our midst. Ads sind dead. Baut sich rüber da bei dir, ist da oben. Oh ja. Ich scan. Der hat Empathie, okay. Ne? Wenn wir uns heilen, heilt er sich auch. Ach du ja, Scheiße. Nur mit Relic, Junge. Ja, genau. Ja, ich weiß. Hatte der aber letztes Mal nicht. Dürfte gleich Firedorm kommen. Edson tot. Wahrscheinlich jetzt. Nix da, triff mich nicht, kleine Bitch. Firedome now, kommt alle in die Mitte. Ed sind tot. Ja, ja.
Ich mach Schild an. Warte. Spielboden. Jetzt. In der Mitte bleiben, trust me. Alter. Ist auch alles ein bisschen zu. Alter, ich bin triple cursed. Bastard. Ich verkack komplett, Jungs. Aber ich tipp Challenger. Das ist auch viel zu bright, Alter. Ja, das ist leichter, wenn du solo bist, der Boss-Class. Oh, hey. Und ich rette es ab. Oh, ich bin One-Shot. Ja. Feuer auch noch. Aber nicht geheilt wegen Relic. Sich trotzdem. Okay, aufpassen, die Knives. Ja. Ich bin fünffach cursed, holy shit. Ja, ich use einmal Anti-Curse. Wir haben so ein Item noch in der Leiste, glaube ich, Kev. Ja, so ein gelbes. Alter. Scan. Jetzt sind tot. Ey, was für auf mich? Kleine One. Oh, Dom. Jetzt war bei euch schon Monster Level 21. Ich hab 18, weil der Kerl mal so. Ich mach gleich wieder Bubble an, wenn der kommt. Ich will einfach immer dodgen, egal ob du denkst, dass er dich trifft oder nicht. Junge, er schenkt mir einfach eine Bärrune. Wie ist es mit ihm? Oh, ich hab keine Muni mehr. Nur noch Piste. Medkit direkt vor uns. Alter! Fuck, der Healboden hier, Alter, holy shit. Knives. Knives. Ich bin full life. Fuck, ich wusste nicht, dass du das bist oder der Marv. Man sieht die Namen nicht, das fuckt richtig ab. Ich brauch Muni, Alter. Du hast Ammo-Box. Ich hab Muni. Boah, jo, bei mir ist auch schlecht. Ich gette den. Hinter euch ab, jetzt! Weg. Der macht Dome! Ich schilde gleich, wenn er kommt. Ich hab auch Schild ready. Ich mach Heal an. Boah, Alter. Fick mein Leben komplett. Ich bin gar nicht im Saft. Ihr seid schon wieder voll drin. Alter, ich habe auch nur noch Hälfte Leben und so ein Shit. Zu dritt ist auf jeden Fall einfacher, weil man. Also, ich finde den Boss solo leichter. Hat ja? Attack, weil er nur dich aggroht, das ist kein Chaos, wenn der im Dome, weißt du? Ja, ja, das ist auch Chaos-like. Scheiß mal auf mich. Kommt euch um euch. Thanks. Nice. Heal in der Mitte.
jetzt kriegen auch eher der kleine Mann. Stirb! Zack. Nice. GG. Völlig unverdient meine 500 Deaths. Aber egal. Hat er nichts gedroppt? Oh, ich habe einen Tom, glaube ich, bekommen. So weiß ich gar nicht. Jetzt nicht so geschaltet. Wollen wir auf den Thron oder so? Nee. Jetzt zeig ich mir den Exit nur an. Ah, ja, jetzt haben wir hier einen anderen Weg auch, der offen ist. Oh, yo. Ordinary Mod Damage. Kann ich die Mods immer ändern oder muss ich damit zum diesem. Ja, ne, ich muss zu diesem. Kannst du immer ändern. Hab ich die Mods nochmal drin? Nicht die Mods, sondern die Runen. Wo sind die nochmal drin? Im Relic. Ach ja. Im Relic. Item Swap Speed. Ordinary Range Damage 3. Schon drin. Trinko. Bisschen. Irgendein Dein. Wer ist er denn, Alter? Banshee? The Night Weaver! Soul Key Tribute? Ja. Kann man in dem Irrenhaus abgeben. The heart trembles in your hand as though trying to continue beat, however weakly. Wer fehlt denn noch? Was ist da los, Fab? Ich bin hier. Oh. Marvis ist Slagge? Ich hab gesagt, ich guck nach einem Ring kurz. Das ist gut. Traveling. Hier ist ein Mob, den habe ich zum ersten Mal jetzt gehabt, der sein Herz so aus dem Boden schmeißt. Oh, wir sind sogar hier in dem Haus. Ich habe immer mal ein paar Bosse gehabt, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eigentlich auch schon viel gezockt. Ich habe hier gerade so ein Elite. Da machst du auch keinen Schaden dran. Ist da so ein Steinmob, der nach vorne bewegt, sich so langsam. Nee, ja, so ein Metalltyp ist das, ne? So ein Metalltyp. So ein Root-Typ ist das. Ohne Roots. Der macht keinen Schaden dran, der ist so ein bisschen aus Metallroot, ist der. Und dann irgendwann schmeißt er das Herz auf dich. Und dann kannst du Damage auf das Herz machen. Ein bisschen runter. Ach, der! Ja, kenne ich, der ist eklig. Ich denke ganz einfach, wie tanky ist denn der? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, du musst das Herz abschießen, ja. Ja. Okay, wir setzen das Herz hier ein. Hey.
traveling, what the hell? Oh, astrale Ebene. Checkpoint brauche ich auch. Ja, mir war Dauercursed. Ich war einfach Cursed im Mond. Ja, dann bin ich halt One-Hit davon mit seinem Schwertschlag. Oder almost. Also ich glaube, ohne den Ring hätte ich den auch nicht Second Try geschafft, wo ich wieder returned bin. Hier kann man auch irgendwas machen an dem Netz. Shit. Okay. Ja, ich habe diese Figur, die wir hier da haben. Lightweaver Sword. Neue Mini-Waffe? Die Figur, die wir hier gesammelt haben, Fahr, weißt du? Ja. Mini-Waffe. Da liegen 250 Damage, Charge Attack will release a Dreamwave flung outwards, return to the caster. Apply slow to all enemies, grants a stack of reverie. Ich will damit mal kurz swingen. Hey. Okay. Ich frag mich, ob diese. Schaden. Komm, ich lass sie einfach. Ah, nee, nee. Oder doch? Ich frag mich, ob damit Damage, Melee Damage gemeint ist oder halt allgemein, weißt du? Das steht da immer explizit bei. Da steht einfach nur Damage. Ja, dann macht das alles Damage. Oh, nice. Ich mach gleich mal an. Okay. Und Movement Speed auch. Hier kommt. Ist der Nightweaver, ne? Oh, die. Ja. Oh yeah, let's go. Warte, warte, warte. Ups. Command changes. Cool gemacht mit dem Asylum, muss ich sagen. Ja, aber das finde ich auch die geilste Ebene. Ja. Auch die Rätsel da und so. Ja. Erwartet man gar nicht so, wenn man die ganze Zeit nur so rumgeballert hat und einfach nur weiter. Ich finde überhaupt diese ganze Welt super creepy. Von den Typen, auch ja. Mit den Kindern und den die komische ja. Oma. Hat so was Bloodborne-Vibes auf jeden Fall. Ja, oh, mega. Was haben wir denn hier Schönes? Quest complete. Okay, jetzt hier aber. Hier war ich noch nie. Ich muss in meinen Guide gucken, wo man hier noch so abstauben kann. Wow, Alter, ich bin noch gar nicht ready. Bolt. Bösartig hat die. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, mehr Damage. Schon. Richtige Sörglinge. Pult von Everfahrt. Ja, oh, warte, muss ich bezahlen. Oh, Sörglinge verfolgen mich, ja! Oh fuck, ich bin jetzt stuck. Oh, darfst du nicht reingehen in diese Vierecke? Thank you.
Tobak voll daneben. Ich glaub schon, brauchst du nicht Anke. Krass. Das Bild ist ausgelegt und ultra fett. Okay. Aber der auch richtig gut in den Game ist, so ist ja. Ja. Ja, insane. 10 Dodges. Ja, glaub mir, Kehr, nachdem du meinen Amboss gekillt hast. Junge. Fick dich gar nichts mehr, ne? Ups. Gar nichts mehr. Intended. Also geht's ab? Holy shit. Meine Ammo, Alter. Ich hab keine Main-Ammo mehr. Be weaving around. Melee Hits. Die so- ja. Doch aus. Kommt kleine Ads. Ah, die sind auch needed wegen Muni. Pistole, da liegt rote Muni, ich brauchte die Pistole aber. Eine rote würde ich nehmen. Ja, ich habe eine Schockwurf-Axt. Ich kann Infinite Damage machen, notfalls. The fuck? Ihr seid doch hier von medizinisch gefragt. Ja. Tilidin, ne? Ja. Von der Skala von Aspirin bis Heroin. Wo sitzt das? Also Tilidin ist gerade, also Schmerz. BTMs müssen ja irgendwo anfangen, ne? Ja. Das ein Betäubungsmittel ist. Ja. Tilidin ist eine Stufe unter ist offiziell BTM. Ja, ah, würde okay. Ich auch sagen. Gut, also ist das kein gutes Zeug zu nehmen. Du würdest nicht auf Dauer. Nee, also dann muss ich da doch nehmen. Dann kann ich auch scheiß Ibuprofen hier nehmen oder sowas. Weil ich hab heute wieder richtig gut das Gesundheitssystem kennengelernt. Ich habe wieder genau das Loch gefunden wieder und bin reingefallen. Ich habe beim Entlassung ein Rezept gekriegt. Das habe ich auf der Arbeit liegen lassen. Direkt, als ich meinen Krankenschein da abgegeben habe. Und dann habe ich das nicht benutzt, weil ich so viele Pillen mitgekriegt habe. Jetzt hatte ich keine mehr, wollte ich heute das Rezept eintauschen. Das hält aber nur 3 Tage, weil das ein Entlassungsrezept ist. Und dann bin ich zu meinem Chirurgen gegangen, den Niedergelassenen, habe gesagt, hier kann ich das Rezept neu haben. Sagt die Perle, nee, muss jetzt der Arzt mit Ihnen reden, dafür ist es nächste Woche. Gehen Sie zurück ins Krankenhaus. Ich ins Krankenhaus, komme ins Krankenhaus rein, sagt die unten in der Notaufnahme, nee, Sie müssen zur Station. Ey, ich will was. Dann war ich bei der Station, ging auch nicht. Ja. Habe ich kein Rezept gekriegt. Jetzt bin ich im Loch gefallen und jetzt kriege ich kein neues. Erst wieder, wenn ich beim Arzt war.
Und die Tante hat mir dann einfach was aus dem Schrank gegeben. Ja. Ah, was denn? Ja, und deswegen, die sagte zu mir, die Pillen nicht nehmen, sagt sie, die nehmen sie die nur, wenn es wirklich wehtut. Und das war das Tilidin-Zeug. Ja. Das die mir gar nicht geben, glaube ich. Verrate ich nicht. Ja, wie die Pillen aussahen. Achso, ich dachte die Schwester. Nein. Ja, da steht drauf Tilidin Hexal. Okay. Ich dachte, er hätte einfach irgendeine Pille in die Hand gedrückt, ohne alles so. Weißt du? 50er oder 100er? 50er. 50 ja, Junge, also da macht er wirklich keinen Kopf. Okay. Also 50 ist entspannt. Das Fentanyl war krass, Alter. Oh, ja, das ist nicht umsonst bei den Amis sehr beliebt. Alter, schön, der war viel zu krass. Ich habe das nur 20 Sekunden gemerkt, oder 30, bis die Narkose eingesetzt hat. Aber, alter Schwede, ey. Das ist nicht so angenehm, fand ich. Das war ein bisschen heftig. Und da war bestimmt nur so ein kleines Bisschen. Na, im Gegensatz zu den Matisse Peoples, da die Zombies spritzen. Ja. Das ist bestimmt super hochverdünnt. Ist wieder oben. Ja, ist also, es auch. Also da wird im Krankenhaus kriegst, ist von einer Relation von der Dosis super gering. Das ist ein Hundertstel von dem, was die Junkies sich spritzen. Aber geht erstaunlich wieder gut, der Arm jetzt, ne? Ich hatte jetzt ein paar fiese Tage. Er geht halt nur noch nicht ganz gerade. Kannst du denn wieder steigen? Noch nicht ganz. Kleines Stück noch. Aber das ist, glaube ich, wegen der Schwellung auch, ne? Weil je mehr die weggeht, umso gerader geht der. Ja. Ich hoffe. Das letzte Stück macht dann der Krankengymnast. Der sich heute krank gemeldet hat. Auch richtig gut, ne? Das kann ich erst nächste Woche da. Na gut, der ist halt auch mal krank, ne? Aber. Die richtig weg, Alter. Das ist so geil mit eurem Wallhack-Shit. Jetzt haben wir halt sogar doppelt. Ja, ich hab High Cooldown Reduction Build auch gerade. Das ist ja auch. Bam, Trophy, defeat the Night Weaver. Cursed Dream Silks. This is it. What? Ja, das ist gut, richtig gute Knarre, ne? Was beginnt Adventure Mode, stand da? Ja, du das Gebiet jetzt hier freigeschaltet hast. Ach so. At using your relic within 10 meter of an enemy grants 2 stacks of bulwark at 10% increased damage. Okay. Wo war denn jetzt nochmal der Händler, Alter? Dieser Blood Moon Händler. Jetzt habe ich mehr als nur. Du musst irgendwo ein blaues Altar finden in der Welt. Ja. Auf jeder, egal wie die randomized ist, es sind immer 2 Altare mindestens in der Welt verteilt. Ja, aber ich habe jetzt nochmal richtig viele gekriegt gerade. Vielleicht kann ich auch schon ein bisschen was von dem Set kaufen. Ja, ich würde der Wendel eher die Ringe und so kaufen. Oder so. Ja, ich muss mir das mal in Ruhe angucken, was es da gibt. Also erstmal hole ich mir auf jeden Fall den Archetype. Okay, da gibt es noch diesen crazy Mechanist-Typ, ne? Crazy Engineer, hey. Genau. Now that I've collected them all, I need to bring segments to the Keeper. Keeper of the Labyrinth. Ist das diese Nimu? Diese blaue Olle? Nee, das ist der Keeper ist der mit der Eulen, die wir am Anfang gesucht haben, im Labyrinth. Das Auge, ne? War nicht so ein Auge? So ein Im Labyrinth, wo wir die Olle gefunden haben, die abgehauen ist am Anfang. Das ist der Keeper. Die chillt doch mit so einem, ja genau, am Anfang mit diesem Auge da. Alzheimer schlägt zu. Die ist jetzt eh an dem Portstein, wo die Quest ist. Aber warte mal, Anne, hast du schon aufgemacht hier, ne? Wo müssen wir denn hin? Ich kann hier immer noch X dran drücken, so, aber du hast das schon. Ja, ich habe da reingedrückt, diese Figur, die wir hier voll gesammelt hatten. Ja, keine Ahnung, aber sie ist jetzt am Stein, wo wir hin müssen gleich. Ja, ich vertraue dem Braten nicht mal so ganz, weil er voll oft umgefällt hat. Ich war doch dran, Alter.
Labyrinth. Ah, I know. Alzheimer's is gone. I just need one little hint. Dem Auge da und so. I know. A member. Super high level. Okay. Wir pushen weiter. Oder. Vorring, ne? Wo? Könnte alleine. Was geht hier ab, Alter? Vivek? Moment. Clementine's Trust is well. Clementine heißt die Olle, genau. Twice the corruption infected the system. Containment was the most efficient response. Preserved the regularity for later inquiry. Ja, ich weiß, der da ist und irgendwann abfordert. Ich bin dann noch nicht mit dahin. Ja, ich hätte so ganz verstanden, wie der abhaut, weiß ich auch nicht. Aber der ist irgendwann abgehauen, als ich da gestorben bin. Ich bin gestorben und dann ist der hochgekommen. Direkt an dem Ort da gestorben. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, aber der ist dann direkt hochgeflogen. Ja, du musst irgendein Event progressen und dann kannst du das machen. Das hast du wahrscheinlich vorher mal gemacht. Wir haben das gemacht gehabt. I purged the labyrinth. I expunged realm after realm, seeking to restrain the rot. All efforts failed. The system was beyond repair. I was too late. Now, a solution has been revealed. Not to me, to an anomaly. Perhaps that was the intended design. A failsafe in case of my own corruption. The index. And how does this help us exactly? With the index, two new probabilities emerge. Oh, that's good, right? Scheiße, die Voice, die ich gewählt habe. The corruption is everywhere. But it originates. Was er auch ordern wollte, ich order jetzt. Ich koche gleich entweder Bolognese. Oder ich hau mir ein paar Linsenwaffeln mit Quark rein. The door to their realm was closed. Even to me. With the index. I can subvert their defenses. From here, it is possible to purge the corruption. The root? All of them this time. For good. The source! Yeah, he traveled thousands of worlds. Ist direkt Endboss oder kann man da erstmal rein? Oder Samarf? Keine Ahnung. Ein ganz neues Gebiet kommt jetzt. Okay, hat man noch nie gesehen. The ward will be safe. Everyone will. Everywhere. Ach du Scheiße, auf gar keinen Fall gehe ich hier die ganzen Talkpoints durch. Die Basic habe ich überlegt, fragt Wizard, weiß nicht. Was nächste? I'm sure. And it's not just the key, but hey,
We're not done here yet. There's still one thing to do. Yeah. Under I'm con- not that the keep that's a reicht. I should get moving. It's nowhere near whatever's actually happening. Bo misses you. Bo. Bo's sweet. But he doesn't listen real well. And he'll get there. And hey. Yeah. Our remaining time may be valid. What information do you require? What information do you require? Unclear. The foundation of that world, the world it was, is very like your own. It was the it corrupted itself. And though the corruption was contained, it was a chipboard. Soon. Was habt ihr euch gegönnt jetzt? Nitro liefert wieder zu mir, hab ich direkt ausge. Nice. Eine große Margarita mit Knoblauch, extra scharf, Peperoni-Salami und Pizzabrötchen. Und da ich das geile grüne Pesto noch hab, werde ich die Kräuterbutter mit dem Rand von der Pizza wegdippen und die Pizzabrötchen später mit dem Pesto dippen. Na, warte kurz. Ist auch voll nicht weit, Alter. Ist da. Ja, aber ich glaube, die fahren über Bochumer Landstraße da irgendwie oder so. Geh mal zur Wardcave. Break mal deinen Shit ab. Mal da. Und kauf dir mal ein paar Flasks. Was? Grade mal deine Main Weapons ab. Und kauf dir mal ein paar Flasks. Ich kann die Max Health Flask oder die Dodge Range Flask empfehlen. Root Earth. Ja, auf du weggegangen. Oh, sorry. Nee, trotzdem, lol. Ja, ich hab gealt-tappt und alt bei mir dodgen, deswegen ist er von weggegangen. Alter, Enigma ist immer noch so krank, ey. Ja, ist immer noch schon. Ich dachte, die hätten jetzt genervt, aber. Haben sie auch, aber es ist halt immer noch stark. Ja, der AOE-Damage ist halt echt krank, ey. Ach, tschau, zu trinken. So, dann schick ich das mal aus hier. How goes it, friend? Upgrade. Downgrade. Sind wir das nicht, Alter? Junge! Galvanized Iron. Take care, my friend. This better be good. Come on. Craft. Handgun, what the f- Ach so, die. Was ist mit den Dingern, Daniel? Die großen Dingern, die man in sein Kristall da baut. Da die ganz großen Dinger schon? Nee, noch nicht ganz. Weil ich arbeite dran. Weiß nicht. Was ist denn das Größte? Boah. Also ich weiß, dass bei Leben und so, das kann bis zu 15% hochgehen. Also ich hab polished, das hab ich, polished. Polished range. Good damage und so. Alter, was ist das denn für eine Mod? Dreadwalker. Bist du der Ultralich oder was? Freeze? What the fuck? Hast du das schon mal mit der Treppe und diesem Elektro-Call da gemacht? Wo meinst du? Ja, da muss man so eine Treppe nach unten. Und dann ist da so ein ganz fetter Elektro-Call, der sich im Kreis dreht. Ach der, jetzt ja. Wo man dann beim Runtergehen die Herz machen muss. Das habe ich mit Randoms gemacht, das war sowas von... Alter! Ja, das... Du kannst da ein bisschen Vorarbeit leisten. Du kannst von oben...
kannst du die Kristalle schon mal fast zur Hälfte alle kaputt schießen. Wenn du dich genau umguckst, bevor du da triggerst. So, ja, dann ist das halt eine Balance zwischen Tempo und ein bisschen Gegner killen. Man darf nicht nur rennen, man darf aber auch nicht nur killen. Dann geht das. Well, ain't you a right? Ja, aber trotzdem. Name's Brad. Ja, das ist pretty. I also make sure folks here, a lot of folks still ain't chilling with this whole rebuilding society. Damn straight. I used to. Things might be now. Storm. Ja. Redet mit mir, als ob ich noch nicht kenne. Rusty Metal. Ich hätte schon Bock, mal eine andere Waffe auszuprobieren, aber ach, du kannst halt nicht mal eben so, ne? No? Ja, bis 19 schon. Deswegen habe ich das auch noch nicht gemacht. Noch keine Max-Waffen. Nein, so ein LMG ist schon sick. Aber Pistole weiß ich nicht. Du musst halt einfach so sehen, wenn je mehr Mods du willst, umso schnellere Waffe brauchst du mit weniger Damage. Im Prinzip. Jo. Also ich finde die Pistol und die LMG ist meine Go-To-Combo. Okay. Ich habe viele Waffen getried, auch ein paar Special Boss-Waffen, da waren schon ein paar heftige dabei. Ich feiere einfach, wenn du das vernünftig min-maxst, dass du, egal wie viele Gegner vor dir stehen, dass du die alle mit einem Magazin töten kannst. Ja, das ist schon nice. Was, die verkauften Relic? No. You must. Greetings. Chris. Komm, probier mal Alchemist Summoner aus. Wie heißt das? Main Medic? Second Summoner soll ziemlich stark sein. What aid? Wenn du dieses Crystal Heart Relic benutzt, was über 10 Sekunden halt. Damit kriegst du wohl relativ infinite Resets auf dein Relic. Warum musst du gucken? Persönlich triggert das, wenn ich. Be safe on each dirt. Wenn ich den Puls nicht hab vom Hunter. Also nicht. Immer ohne klar. Das ist schon geil, also ich bin ja komplett gewöhnt von Marv. Ja, reicht aber auch nur einen in der Gruppe, der das hat. Mein Gott, das Spiel schon immer mal so spielen, mit einer richtig guten Gruppenkonstellation und mal richtig einen machen. Ne? Ja, danke mal Gas geben dann morgen. I see you, Traveler. Oh, erstmal will ich jetzt diesen verdammten Händler finden. Das ist ein Altar, das ist so relativ. Geil, man kann respecken. Orb of Undoing. Ja. Relic Charge kann ich upgraden. Simulacrum brauche ich das immer nur für die Relics. Oder und Max Waffe auf Max Oh, nee, reicht meine Relic Charge ist gerade. Ich brauche jetzt nicht unbedingt. Ja, wir sprechen das nochmal. That's six of them. Yeah. Endboss is coming. Playing. Let's try, boys. Was ist eigentlich, wenn eure Waffen max upgraded sind? Also welches World Level nimmt der eigentlich an? 21, glaube ich. Hast du die jetzt auf 19 alle, Kev? Ich hab eine auf woher? Ich hab kein Galvanized Iron, Digga. Ja, du musst. Kauf, ach, hast du bei der Schwatten schon mal geguckt? Komm round again sometime here. Hey. Kein Galvanized Iron. Ja kaum, nee, das ist auch. Du musst auch irgendeinen Breakpoint erreichen. Ja, was, hast du deine Waffen alle schon? Bis einen davor? Oder schon im Hardened Iron? Ich bin Level 14. Mit der, Waffe. Ja, aber irgendwann muss man. Dann kommt doch das automatisch. Oh, irgendwie ist das noch richtig far away.
okay. Ja, weil ich über bei mir, die verkauft so viel, dafür kann ich gar nicht aufkaufen. Ja, da mach ich mal ein Simulacrum bei dir, Alter, ne? Hatte ich hier, 1500 einmal, ja. Für Simulacrum. Willst du mal meine Welt kaufen, dann aufkaufen? Nee. Das ist not legit. Welcome back. I can tell you. Mal ein paar Flasks hier an. Was würdet ihr empfehlen? Ich bin. Achso, ja, entweder Max Health oder Dodge Distance. Also entweder Dark Fluid oder Mud Tooth Tonic. Welcome back! Stu. Okay. Healthwork besenkt. Ja, aber lieber. Bait Cap. Ja, du hast, ja, ich weiß. Noch Heilung. Immer mehr Raw Health. Das ist nice, wenn du den Ring benutzen würdest, dass du Mod Power bei Health Region kriegst. I'll be seeing you then. Welchen Ring ich nehmen soll. Viele Brute, also. Mandatory ist der Black Cat Ring, Second Life, Junge, gibt meiner Meinung nach nichts krasseres in dem Game. Ja, dann habe ich noch einen, der erhöht mein Range Damage um 12%. Einen, der gibt mir Skill Cooldown beim Crit, reduced. Und einmal 10% Skill Cooldown noch. Passt schon so. Eine komm ich in den. Okay. I never seen nothing like that. Not even. Okay, over here. Ah, Waffe ist auf 14. Ah. Okay. Warte mal kurz.